beim Wasserablauf vom Wasserbecken haben wir noch ein bisschen den Boden ausgetieft und breiter gemacht, dass wenn das Wasser abläuft, dass es da noch eine Zeit lang drin stehen bleibt, weil da wagen sich die Welpen momentan schon drin, weil das ist natürlich nicht so tief wie das Wasserbecken selber. Und da amüsieren sie sich auch köstlich drin. Vor allem unsere Lumi ist eine ganz kleine Wasserratte und mag auch Schlamm. Und heute Morgen durfte ich dann auch beobachten, wie Kuma sich eigentlich, wie ich das Wasserbecken sauber gemacht habe und etwas mehr Wasser rausgeflossen ist, hat er sich volle Kanne reingelegt und hat es also, oh herrlich, kühl, kühl.